Servus Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und herzlich willkommen zu einem kleinen Real Talk, in dem ich einfach nur ein bisschen face to face erzählen will, was eigentlich gerade alles so bei mir abgeht, weil es geht gerade richtig rund. Also, viel Spaß mit dem kleinen Video. So, ich will das Ganze so frei wie möglich hier mal erzählen. Ich habe mir nur ein paar Stichpunkte gemacht, um was für Themen es denn ungefähr geben soll. Ganz grob werde ich erstmal anfangen mit einem kleinen Status-Update. Ich bin ja seit 8 Monaten digitaler Nomade und wohne sozusagen immer an verschiedenen Orten. Mir steht bald wieder ein Umzug bevor und da will ich euch einen kleinen Einblick geben, wo ich überall war und wie das so abläuft. Als zweites wird es darum gehen, welche großen Abenteuerprojekte denn jetzt wirklich vor der Tür stehen, weil die letzten Monate war viel Planung. Und jetzt geht es endlich wieder in diese spannende Phase, in der wir auch die ganzen Sachen dann durchführen und wo wir eben endlich wieder rausgehen und Sachen erleben. Das heißt, da erläutere ich dann, was wir jetzt vorhaben. Und als drittes, noch für konkreter für euch, was wird es denn auf YouTube geben die nächsten Monate? Und dann auch noch so ein bisschen, was gibt es sonst noch für Themen, die ich in meiner Selbstständigkeit hier so gerade auf dem Tisch liegen habe. Genau. Okay, springen wir rein in einen kleinen Status-Update. Ich bin ja seit 1,5 Jahren jetzt selbstständig und kann mir seitdem auch wirklich aussuchen, wo ich gerne wohnen würde und wo ich gerne arbeiten will. Und es gibt zwei Seiten, das zu können und das auch zu machen. Und für mich war es immer schon ein großer Traum, mal an verschiedenen Orten zu leben und sich mal auf was anderes einzulassen für eine Zeit lang. Und nicht immer nur durchzureisen, so wie ich es eigentlich sonst immer gemacht habe. Und deswegen war mir klar, ich will das mal ausnutzen auch und das ist eben jetzt gerade mein aktueller Stand. Ich sage mir, ich will verschiedene Orte mal testen, um mich dann irgendwann mal wieder festzulegen, wo ich gerne wohnen würde. So, und für mich war es immer schon ein Traum, eben mitten in den Bergen zu wohnen, dass ich dann wirklich Touren, die man sonst am Wochenende macht, einfach am Abend schnell noch machen kann und einfach allgemein viel mehr Zeit draußen verbringen kann. Und der nächste Punkt, wo ich gerne hin wollte, war halt Südtirol und deswegen war mir klar, ich will mal nach Südtirol ziehen. Und für mich hat sich das jetzt als Zufall entwickelt, dass ich dann eine Wohnung angeboten bekommen habe, beziehungsweise ein Zimmer in der WG. Wie mache ich sowas? Ich habe einfach auf WG gesucht, rumgeschaut, was gibt's. Und als Ziel auch immer, ich wollte keine eigene Wohnung, da fühle ich mich da komplett alleine, sondern ein Zimmer in der WG ist für mich so die Traumlösung, weil dann hat man eben erstens mal Anschluss an Leute, am besten mit Locals, weil die bringen dann ihre Freunde mit, du lernst dadurch Leute kennen und die können dir auch immer Tipps geben, was man so alles machen muss. Also das würde ich auch gerne weiter so machen, also immer in WGs wohnen, weil man eben dann nicht alleine ist. Man ist ja dann in einem neuen Ort, in Südtirol war ich sogar auf dem Land, da ist ja nichts. Das heißt, da war es echt cool, dass ich eben dort über die WG-Leute hatte. Genau. Zwischenmiete heißt aber auch, dass eben der Zeitraum begrenzt ist und in dem Fall war es eben bis Ende November. Und dann war klar, okay, ich muss wieder umziehen, was Neues suchen. Und da war mir auch klar, okay, ich will jetzt was anderes und zwar im Winter würde ich gerne voll Fokus auf Wintersport machen und möglichst viele Skitouren eben gehen. Und der beste Ort, glaube ich, um da die größte Auswahl zu haben, ist eben Innsbruck. Und auch hier über WG gesucht, eben ein wunderbares WG-Zimmer gefunden und zwar bin ich jetzt auch gerade hier. Und wohne eben seit Dezember jetzt hier in Innsbruck und auch hier, es war eine hammercoole Zeit, man hat hier sogar noch ein bisschen mehr Stadt, wie es in Südtirol, hat super Spaß gemacht. Jetzt ist allerdings schon wieder fast vorbei, weil der Vertrag geht bis Mai und jetzt ist Mitte April. Diese Woche ziehe ich jetzt dann schon aus, weil jetzt eben, wie gesagt, jetzt schon die nächsten großen Projekte anstehen. Und ich weiß auch noch gar nicht, wo ich danach hinziehe, weil ich jetzt eben nur unterwegs bin, habe ich gesagt, das schiebe ich jetzt mal weg. Und kümmere mich erst drum, wenn ich wieder zurück bin, und zwar im Juli. Und wo will ich dann hin? Das Coole ist, wenn man mal so ein paar andere Sachen austestet, merkt man recht schnell, was einem an den einzelnen Standorten eben extrem taugt, wie jetzt hier die Berge, was einem aber auch fehlt oder was an anderen Standorten cooler war. Und mir fehlen extrem meine Kumpels und durch das, dass ich eben so frei bin, kann ich es eben jetzt auch machen, dass ich mal wieder heimgehe für eine Zeit lang. Deswegen will ich jetzt, glaube ich, ab Juli wieder ein paar Monate daheim sein. Wo dann einfach jeden Abend das Telefon rasselt und das heißt, hey Leute, jetzt heute machen wir das, ohne dass ich mich so aktiv drum kümmern muss, wie jetzt hier in Innsbruck. Genau, und was danach nach München kommt, ist eher noch Zukunftsmusik, ob ich dann wieder in die Berge ziehe oder ob ich mal ins Meer ziehe oder ob ich mal was komplett anderes mache, keine Ahnung, da schaue ich dann einfach mal, wie bei mir die Stimmungslage zu der Zeit dann ist. Genau, das mal mit einem kleinen Status-Update. So, dann zum zweiten Punkt, und zwar, was für Abenteuer stehen denn jetzt eigentlich unmittelbar vor der Tür? Eigentlich auch ein ganz spannender Punkt, wahrscheinlich für die meisten, so was macht man jetzt eigentlich, was plant man jetzt eigentlich schon seit längerem?
Und dazu habe ich mich Anfang des Jahres hingesetzt und mir überlegt, will ich lieber viele kleine Dinger machen oder ein paar größere, also viele kleine, wo ich halt dann immer weniger verdiene und dann die Summe daraus im Betrag abwirft, oder will ich mich darauf fokussieren, weniger zu machen. Und das ist eben meine Strategie. Ich will eigentlich sagen, ich will auch in 4 Projekten und die dafür so groß aufziehen, wie ich kann, und da richtig Energie reinstecken, sodass ich auch immer wieder Ruhephasen habe dazwischen. Ich glaube, das ist der sinnvollere Weg für mich. Genau. Und dann ging es natürlich darum zu überlegen, auf was haben wir Bock. Also das ist ja immer unser Grundanliegen. Was haben wir Bock? Wir wollen uns nicht leiten lassen von irgendwas, so hey, das wird die meisten Views geben oder so. Das ist uns allen sowas von Wurst. Wir überlegen uns echt immer nur, auf was haben wir Bock. Und das sind jetzt eben folgende 4 Themen. Das eine haben wir schon im Kasten. Check. Und zwar Transalp habe ich jetzt ja schon wirklich tausende Male gemacht. Es sind ja auch schon einige Videos auf meinem Kanal, wo ich auf verschiedenen Routen und auf verschiedene Arten über die Alpen bin. War aber halt immer im Frühling, Sommer oder Herbst. Und jetzt haben wir uns gedacht, hey, wir wollen das mal im Winter machen und haben deswegen eine Ski-Transalp gemacht. Also mit Ski über die Alpen. Und was soll ich sagen, es ist extrem challenging, weil man die ganze Zeit eigentlich im alpinen Gelände ist. Und es kommt natürlich für die Planung erschwerend hinzu, dass man noch die Lawinenlage und die Schneelage mit berücksichtigen muss. Und das hat es relativ schwierig gemacht und kompliziert in der Planung. Und noch dazu habe ich jetzt nicht wirklich viel Erfahrung in dem ganzen Ding. War ich echt aufgeregt davor, aber ich sitze noch hier, also es scheint wohl geklappt zu haben. Wie es dann genau gelaufen ist, seht ihr dann in den Filmen. Die kommen dann am Ende des Jahres, da komme ich dann nachher noch dazu, wenn es darum geht, wie es hier auf YouTube weitergehen wird. Also, Projekt 1 im Kasten. Projekt 2 geht in ein paar Tagen los. Und zwar haben wir uns wieder eine Disziplin überlegt, die für uns neu ist. Wir wollten unbedingt was mit Packrafting machen. Letztes Jahr haben wir Wandern und Packrafting kombiniert. Dieses Jahr wollten wir Bike und Packrafting kombinieren. Das nennt man dann Bike-Rafting. Wie wir uns das vorstellen ist, wir fahren mit dem Fahrrad, haben das Boot am Fahrrad dabei, kommen an irgendeine Wasserstelle, bauen dann das Boot auf, bauen das Fahrrad ab, bauen das Fahrrad aufs Boot, paddeln irgendwo drüber, kommen irgendwo anders raus, bauen das Fahrrad auf, das Boot ab und fahren dann weiter und wollen so irgendwas durchqueren. Die Idee finden wir Hammer, haben wir richtig Bock drauf. Und in welchem Land werden wir das tun? In Schottland. Das steht schon lange auf unserer Liste und ich glaube, ist dafür einfach nur perfekt, weil da die ganzen Lochs, also diese Seen und Fjorde sind, wo man dann schön mal queren kann, wo man unabhängig von irgendwelchen Straßen ist. Und ja, die Idee ist jetzt mal, wir fahren dahin, tatsächlich mit dem Zug. Das ist auch was Neues für uns, weil wir eigentlich ein bisschen auf Flüge reduzieren wollen, so gut es geht. Das heißt, wir fahren trotz der weiten Strecke mit dem Zug dahin und dann werden wir einfach auf eigene Faust, auf unsere eigene Route kreieren und dann die ganzen Highlands von Glasgow bis in den ganzen Norden vom Land durchqueren. Mal schauen, ob es klappen wird. Wir haben jetzt mal vorgestern den Equipment-Test gemacht. Wie immer sehr knapp, aber scheint zu klappen. Erfahrung haben wir natürlich keine. Ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, werden wir dann sehen. So, klassisch. 5 Tage vor Projektstart. Erster Materialtest. Yes, läuft alles. Bestanden. Ab nach Schottland in die Wildnis. Ja! Das ist dann das zweite Projekt. Das dritte Projekt kommt dann quasi direkt im Anschluss. Da will ich gar nicht so viel dazu sagen, bis es nicht komplett fix ist. Aber so viel ist sicher, es wird interkontinental, das heißt, es wird die einzige große Reise und die einzige längere Expedition, das wird 4 Wochen lang sein. Werden wir uns durch ein wildes Gebirge wieder durchballern. Das wird, glaube ich, extrem spannend, freue ich mich auch schon super drauf. Und das wird dann im Juni stattfinden und wenn wir davon eben zurückkommen, dann suche ich mir wieder eine Wohnung. Bis dahin habe ich jetzt erstmal keine Wohnung. Genau, und dann für den Sommer als viertes Projekt war für mich ganz klar, dass wieder auf jeden Fall Transalp, die Serie Staffel 2, kommen muss, weil das war im letzten Jahr einfach das Traumprojekt mit meinen ganzen Kumpels. Ich glaube, das haben auch viele von euch einfach gefeiert, weil man da wirklich einen coolen Eindruck in so eine Teamchemie kriegt. Wenn 9 Jungs umeinander hängen, dann wird es halt auch immer irgendwie schmackhaft, da ist sicherlich ein paar Lacher mit dabei und ja, ist einfach eine super Konstellation und das will ich auf jeden Fall in diesem Jahr wieder umsetzen. Genau, das sind mal die 4 Projekte. Und ich halte mir auch vor, dann, das ist ja dann nur bis August, in der zweiten Jahreshälfte nochmal welche nachzuschieben. Ich habe dann auch noch viele weitere Ideen für Projekte, für kreative Sachen. Ich hätte auch mal Bock, in dem Jahr vielleicht schon was zu machen mit der Community, mit euch, vielleicht ein kleines Community-Ding auf die Beine zu stellen. Muss ich mir aber noch ein Konzept überlegen, wie das aussehen könnte. Komme ich dann auf euch zu, wenn es soweit wäre. Dann zum dritten Punkt, und zwar, wann kommen denn die Projekte auf YouTube? Also wie geht's auf YouTube weiter, wann könnt ihr was davon sehen? Und da habe ich mir eben überlegt, okay, wie will ich dieses Jahr machen, wie könnte ein realistischer Plan aussehen, und habe ich für mich entschieden, ich will eigentlich nicht den Stress haben, ständig Schnitt und Planung und so parallel zu haben
und dann wiederum ein Projekt rauszubringen, dann wieder wochenlang nichts, dann das nächste. Und deswegen habe ich gesagt, okay, die coolen Sachen, die würde ich jetzt alle kondensiert in die zweite Jahreshälfte schieben. Das heißt, da kommen alle diese coolen Projekte, dafür aber dann kontinuierlich über, weiß ich nicht, ein halbes Jahr fast, wirklich geilster Content, weil wir jedes Projekt in mehrere Episoden aufteilen. Also genau dieses Serienformat finde ich eigentlich verdammt cool, weil ich das Gefühl habe, da kann ich euch noch mehr mit reinnehmen in die Stories und vor allem, ich kann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die einzelnen Stories generieren, wie wenn ich jetzt nur einen Film hätte immer. Das heißt, da kann ich zumindest ein bisschen mal ein Thema für ein, zwei Wochen spielen und euch da noch ein bisschen mehr mitnehmen und habe eben, glaube ich, das Gefühl, das sind wirklich einzigartige Abenteuer, die wir da erleben. Einerseits, weil ja, unsere Skills, dass wir uns eben überall durchboxen können, nötig sind, um diese Sachen zu bestehen. Und andererseits so langsam auch so diese Kamera-Sachen, ich ein bisschen mehr check, sodass ich die Sachen, glaube ich, echt gut inszenieren kann. Also da, glaube ich, kommt echt richtig guter Content auf euch zu und da könnt ihr euch echt drauf freuen. Zweite Jahreshälfte wird bombastisch. Genau. Und bis dahin will ich andere Themen spielen, vielleicht mal ein bisschen Mehrwert auch leisten, weil aktuell unterhalte ich ja quasi nur, ein paar Tipps geben, Equipment, Planung, vielleicht auch mal was zum Filmen, je nachdem, was nachgefragt ist. Außerdem noch ein paar größere Projekte abschließen, zum Beispiel mein München-Lissabon-Ding würde ich gerne mal in einen Film packen. Also eher solche Sachen. Genau, das ist so der Plan für YouTube in den nächsten Monaten und auch bis zum Ende des Jahres. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch was freuen. Gut, und zum Abschluss oder als letztes Thema noch, was steht sonst noch alles bei mir auf dem Programm? Also zwischen diesen ganzen Planungen, Vorbereitungen, Skript schreiben, Schneiden, Nachbearbeitung, Sponsoren, Kontakt und so weiter. Schreibe ich auch tatsächlich gerne noch Artikel über unsere Stories mittlerweile. Jetzt aktuell in der Mai-Ausgabe vom Kajak-Magazin ist ein Artikel von mir, 8 Seiten über unser Packrafting-Abenteuer. Und da schreibe ich immer wieder mal Artikel, die müssen auch geschrieben werden. Dann haben wir Vorträge mittlerweile beim DRV oder beim Globetrotter, wo wir über unsere Reisen berichten, zusammen mit Schmosi. Macht auch super Spaß, aber muss auch eben vorbereitet werden. Dann ist bei mir ein großes Thema Website. Ich will unbedingt eine Website mir bauen, da bin ich jetzt eigentlich schon seit Wochen dran, wo man einfach mal alles sieht, was ich so mache. Dass bestenfalls vielleicht auch mal Aufträge auf mich rankommen. Also da gibt es wirklich viele, viele Sachen, die da sonst noch auf dem Tisch liegen. Und ich will mich trotzdem null beschweren, weil ich kann auch jeden Tag sagen, okay, heute ist Wetter geil, heute gehe ich in die Berge. Und ich kann auch jeden Tag sagen, okay, jetzt gehe ich eine Woche in die Berge. Ich habe kaum Deadlines. Es ist für mich immer noch ein unfassbarer Traum, dass das so funktioniert. Genau, und das mal als kleiner Einblick jetzt so in mein Leben. Wenn euch solche Sachen interessieren, könnt ihr mich immer erreichen über YouTube-Kommentare oder Instagram. Ich bin da super transparent. Ich erzähle euch alles von dem, was ich mache. Also wenn ihr da Fragen habt, ich bin ein offenes Buch und kann euch da gerne Tipps geben. Das heißt, sowas, wenn das halbwegs ankommt, kann ich gerne öfter machen. Genau. Und jetzt geht es eben an 5 Tagen dann weiter nach Schottland. Ich würde sagen, ich melde mich dann wieder nach Schottland mit einem kleinen Update. Und bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif und wir sehen uns. Ciao, ciao.